Hallo alle miteinander, herzlich willkommen zurück zu meiner Rubrik Frag ein Showhypnotiseur. Und ihr wolltet wissen, was ist dein witzigster Showmoment auf der Bühne gewesen? Ich bin euer Showhypnotiseur Christo und wenn ihr mehr zum Thema Hypnose erfahren wollt oder Showhypnose im Speziellen, dann lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da und dann werdet ihr in Zukunft immer mit den neuesten Infos versorgt. Ja, mein spannendster Showmoment oder mein witzigster Showmoment, das war in Düsseldorf 2019, Januar 2019. Ich habe damals mit dem Kollegen Ben David ein etwas neues Showkonzept erprobt, was sich am Ende nicht als sehr effektiv herausgestellt hat, aber nicht dramatisch, dafür erprobt man ja Showkonzepte. Und dort haben wir die Nummer oder haben wir wie immer die Abschlussnummer gespielt, dass sich jemand in den Showhypnotiseur verknallt und den ganz toll findet. Auf der anderen Seite findet dieselbe Person den Kollegen Ben David, den Zauberer, ganz hässlich und dann nimmst du eine weitere Person und die findet Ben David ganz toll und mich wiederum ganz hässlich. Und damit spielen wir ein bisschen auf der Bühne. Und auf der Bühne war Nadine, die kam im zweiten Showteil auf die Bühne und sagen wir mal, war sehr auffällig, weil Nadine gleich mehrfach vom Stuhl abgeraucht ist und es sehr, sehr witzige Situationen gab. Also, wir übertragen das in das Strafenverteil zwischen 5 und 500 Euro. Diese Strafe ist direkt an den Dienst. Ui! Und du spielst, denn das ist das Konzert als Leben. Du setzt dich hin, wenn du komisch hängst, genau. Du setzt dich mit geschlossenen Augen hin und du greifst an deiner E-Gitarre und du spielst. Du hast das Grinsen. Das ist schon ziemlich abgefahren, ne? Oh, ja, 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 ja. Hör mal, guck mal, schlaf. Auch du greifst den Schlaf an der Gitarre und du spielst. Du sitzt hier bei dir auf, merkst du nicht was. Tim, der nicht steht, der sitzt aber dir auch. Hey, du hast einmal zu dem Punkt gekommen, danke, dass du nach vorne kommst. Auch du greifst nach einer E-Gitarre, jetzt. Und du greifst an der Gitarre und kannst dich perfekt spielen. Und es hat mich bewogen, Nadine dann für diese Nummer auszuwählen. So, und jetzt kommt der Gag. Mein Kollege Ben David lässt seit Jahren über eine Agentur Werbung bei Google schalten, um auf sich aufmerksam zu machen. Und die entsprechende Mitarbeiterin hat er bis dato immer nur am Telefon gehabt. Er wusste nicht, wie die aussieht. Er wusste nur, dass sie Nadine heißt, aber nicht mehr. So. Und wir bzw. er wusste, dass Nadine in der Show ist. Das hatte sie ihm gesagt, weil sie aus Düsseldorf kommt. Aber wir wussten natürlich nicht, wer Nadine ist, woher auch. Ben kannte sie ja auch nur von der Stimme und darauf, das checkst du nicht, wenn du jemanden auf der Bühne das erste Mal siehst. Und ich wählte also Nadine für diese Nummer aus und wusste nichts um diese Verbindung. Ben wusste auch nichts um diese Verbindung. Und Nadine hat wirklich sehr performt, ja. Also wir gucken uns das Ganze erst einmal an. Wenn du die Augen öffnest, bist du in mich verknallt, aber Ben David ist der hässlichste Typ der Welt. Mit dem willst du echt nichts zu tun haben. Boah, ist der hässlich.
Wen hatte ich denn nochmal? Sie oder Sie? Sie, ne? Okay, ich habe schon wieder fast vergessen. Ja, und wenn ich dich gleich wecke, dann bist du zwar, findest du mich total hässlich, aber Ben David ist der hotteste Typ der Welt. Hör mal, du baggerst Ben David hier auf der Bühne an. Da gibt's aber keinen Morgen mehr. Physischer Kontakt ist natürlich strengstens untersagt, aber Ben David ist total toll und du bist richtig verknallt. Schnipp ich mit meinem Finger nach Ohr, öffnest du die Augen, alles, was ich gesagt habe, tritt dann wie von selbst ein. Du fühlst dich völlig wohl. Einmal die Augen auf und... Hi, einmal die Augen auf. Hi, geht's dir gut? Sag mal, du hast aber schöne Haare. Und dieser Pulli, also der ist ja auch richtig schön, ne? Also wirklich, sag mal, wie heißt denn du? Lara. Lara, Lara, wo kommst du her? Aus Dormagen. Aus, wo? Dormagen. Dormagen. Lara. Hi. Geht's dir gut? Ja, dir. Oh, klasse, Mensch. Oh, toll. Bist du extra für uns hierher gekommen? Ja. Ja? Klasse, Mensch. Mega, freut mich. Super. Kennst du dich ein bisschen aus in Düsseldorf? Wollen wir nachher was essen gehen? Ja. Ich bin aber auch dabei. Kurze Testfrage, wie jung bist du, Lara? Ich werde 20. Ah ja, das geht doch, ja, oder? So gerade eben, ne? Hör mal, Ben, aber ich kann mir das Süßholzgeraspel nicht mehr... Hey, dir geht's gut? Hi. Hi! Sag mal, wie heißt denn du? Ja, Nadine heiße ich. Nadine, hör mal, Nadine, wo kommst du denn her? Aus Essen. Aus Essen, hör mal, Nadine, du hast aber... Du hast aber Körner. Hi! Ich wollte nicht hingehen. Auch. Ich hab Haare, das hier, ist ne? Ja was ganz Neues. Ben, hast du einen Tipp schon jetzt? Wo können wir nachher essen gehen? Mir geht's gut. Ja. Mappiano? Willst du gerne essen? Boah, ich liebe auch Mappiano. Das ist mein Lieblingsrestaurant. Ben David? Ja, was isst du da immer? Pizza, Pasta, alles drum und dran. Super, klasse. Ben, ich glaube, ich möchte die Nadine vorstellen. Ja. Die Nadine. Nadine, hi. Hallo. Hallo. Nadine, boah, das ist auch ganz tolles Haar, ne? Das war jetzt nur... Ja, das war nur Show, ne? Wirklich nur Show. Alles geschossen. Sieh, pass auf. Sag mal, Nadine, hast du einen Freund? Nicht wie? Die Sekunde. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Moment, wir gehen zum Skript weiter. Nadine, mit wem bist du heute hier? Mit einer Freundin. Mit deiner Freundin. Na, what happens in Düsseldorf stays in Düsseldorf. Nicht wahr? Hast du Bock, mit mir essen heute Abend? Aber auf jeden Fall. Das habe ich gemacht. Und mit dem... Wir zwei. Ich jetzt. Ja, klar. Lara, magst du noch mal kurz Platz nehmen für mich? Genau. Da ich dich, ist doch nochmal richtig schön, Mensch, toll. Darf ich fragen, welche Show findest du besser, von Christo oder von mir? Von mir, natürlich, klar. Das frage ich. Ich glaube, sie sieht das anders, oder? Was geht denn die Show? Die von Ben? Nee, nein. Die ganze Show? Ich weiß es gar nicht. Wir sind gleich Ende. Hast du Termine noch? Achso, ihr wollt gleich durchstarten? Achso, Christo, Mensch. Okay, sorry, ich habe ich schon wieder gar nicht gedacht. Ja, Christo, wollen wir noch was Lustiges machen? Ich hätte noch was dabei. Hast du was dabei? Ich hätte noch was dabei. Ich glaube, Lara hätte wahrscheinlich richtig Lust mitzumachen. Ne? Oh, ja. Ich würde dich aber bitten, mach's mal mit Nadine. Nee, komm. Auch Nadine. Nee, Nadine, für mich. Für mich würdest du noch mit Ben zaubern. Für mich, komm schon. Nadine, für mich. Danach gehen wir direkt essen, Nadine, das ist versprochen. Wir gehen direkt danach essen, okay, ehrlich. Bist du Lara heute unbedingt eigentlich? Nee, wir nehmen Nadine. Okay, Lara, ganz kurz, das ist jetzt gleich nur Show, ja? Hoffentlich, ja, wirklich, versprochen. Ich mach's nachher wieder gut, anyway. Okay, klasse. Ja. Sorry. Okay, ja, dann... Bitte, du darfst einmal nach vorne führen. Ich bin da, ich passe auf dich auf, versprochen, Nadine. Dir passiert nichts. Ach, mega schön, Nadine, hi. Super, schön. Hast du Spaß mitzumachen? Das ist immer toll. Ich gebe einmal die Funke schön durch. Ich habe gerade versehentlich sie getreten, aber sie merkt sowieso nichts. Sie ist so komisch. Je besser du mitmachst, desto schneller kannst du mit Christo essen. Ja, das ist doch. Okay. Ist gut, ne? Super, alles klar. Lara, ich muss immer nur so, ne? Das ist nur Show. Ja, alles gut, sorry, ne? Okay. Genau, Nadine aber festhalten. Ach, super, wunderbar. Ach, Nadine, wir machen jetzt was ganz, ganz Tolles. Spielkarten. Magst du den Spielkartenbrick sehen? Ja, okay, alles klar. Nadine, wir schauen.
schau die Spielkarte nochmal an. Rot, schwarz, zwei Bild, alles dabei. Nadine, du darfst jetzt nochmal eine Karte ziehen. Wichtig, lass dich von mir nicht beeinflussen. Welche du ziehen sollst? Irgendeine. Irgendeine, komm. Wieder raus. Welche du magst. Hast du? Super, perfekt. Wir dürfen die auch alle gerne sehen. Du darfst nämlich jetzt einmal, liebe Nadine, deinen Namen und deine Telefonnummer draufschreiben. Nee, ja, für mich. Telefonnummer reicht. Genau. Für mich. Ja. Telefonnummer, genau. Ja, danke. Lara, ich brauch die gar nicht, oder? Nee. Gibst du mir deine App gleich? Ja, super. Hast du WhatsApp? Ja, super, Mensch, mega. Wer hat das nicht? Ich habe jetzt meinen Namen draufgeschrieben. Okay, super, dann mach noch mal wenigstens noch deine Telefonnummer. Nee, ist okay. Alles klar. Okay. Nadine, super. Du hast das perfekt gemacht. Genau. Zeig sie nochmal richtig schön einmal bitte in die Kamera. Genau. Lass auch das Mikro mitnehmen. Genau. Einmal Christo würde ich führen. Genau. In die Kamera schön reinhalten, weil ich brauche jetzt nämlich, genau, wir schauen die nochmal an. Ah ja, super. Das erkennt man mega gut. Ja, perfekt. Einmal zurückkommen, Nadine. Genau. Perfekt. Wir tauschen einmal. Jawohl. Stift und Karte. Ich bekomme Karte. Du bekommst den Stift. Perfekt. Und Achtung, liebe Nadine. Noch einmal kurz pusten. Ohne Spucke. Ach super, Mensch, perfekt, alles klar. Du bekommst, liebe Nadine, deine Karte jetzt einmal zusammengefaltet in deine Hand hinein. Nadine. Boah, der fasst ja andere Frauen an. Du musst ja mal gucken, ne? Ja. Nadine, ich mach mal festhalten. Schuld. Genau, festhalten. Achtung, Nadine. Ich nehme auch noch eine Karte zu mir, und zwar, Achtung, ich nehme direkt die nächste. Da haben wir zum Beispiel liege Kreuz 3. Achtung, Nadine, Kreuz 3 schreibe ich einmal meinen Namen drauf. Nadine, möchtest du auch meine Nummer haben? Nee, war ein Spaß, oder? Keine Angst, war nur ein Spaß. Okay, Achtung, wir machen jetzt nämlich was ganz Tolles gemeinsam. Genau, nochmal ganz kurz boosten, und Achtung, diese Karte werde ich jetzt nochmal nehmen. Und wir machen jetzt. Hi. Hallo. Liebe Nadine, ein magisches... Alles gut, wir haben Zeit. Nadine, Achtung, ein magisches Experiment. Ich nehme das... Echt? Meinst du mich? Nee. Meinst du Christo? Darf ich fragen, Nadine, was findest du so schön an dir? Die Haare. Also ehrlich, das ist doch wohl der beste Hut, der ich jemals gehört habe. Ehrlich. Okay. Sehr gut. Ist doch klar, dass ich damit die gesamte nächste Showtour aufgezogen werde. Okay. Also Nadine, wir machen jetzt trotzdem ein mega schönes Experiment. Ich darf dir das einmal abnehmen, denn Nadine, wir machen jetzt was gemeinsam. Und zwar wir beide machen jetzt den sogenannten French Kiss. Ja. Ist gut? Ja, doch. Für ihn. Tu's für mich, Nadine. Ich bin ja so stolz auf dich, ja. Nadine, komm mal, kannst du dich aber wieder auf den Platz setzen?
Du fällst nicht vom Stuhl. So, hier konntet ihr es sehr gut sehen. Der Spruch, was ich besonders toll an Christo finde, sind die Haare, ist natürlich die blanke Höhe. Ihr müsst wissen, das Publikum hat darüber gelacht, weil Ben sich regelmäßig auf der Bühne über meine Haare, also über meine nicht existenten Haare, witzig macht und die großen Greimhaaratsecken, die schon mit 28 da sind. Und wenn ich meinen Vater und meinen Opa sehe, weiß ich leider, dass mit 40 auch nicht mehr viel davon auf meinem Kopf sein wird. Aber nichtsdestotrotz, also da hat Nadine schon den Vogel abgeschossen. Und als wir dann hinterher nach der Show erfahren haben, wer Nadine eigentlich ist, also das ist halt ein Zufall, das hättest du wirklich nicht besser planen können. Ja? Und das ausgerechnet Nadine, die Ben seit Jahren berät, dann auch noch pottenhässlich fand und ihn da auf der Bühne schwer die Meinung gegeigt hat, das war schon an Ironie kaum zu überbieten. Und solche Dinge lieb ich ja auf der Bühne, wenn Sachen passieren, die du einfach nicht planen kannst und die auch, wenn sie geplant werden, niemals so gut wären. Also Nadine ist unangefochten auf dem Platz 1 der unterhaltsamsten Showmomente, die ich jemals erlebt habe. Das war es auch wieder für heute aus der Rubrik Meine besten Showmomente. Frag einen Showhypnotiseur. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare, dann werde ich sie beantworten. Lass gerne ein Abo für diesen Kanal da, teilt diesen Kanal fleißig und dann sehen wir uns auch schon nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.